Goldmedaille. Am meisten Bedeutung hat, dass Giannis seine Tugenden ins Spiel bringen kann. Dieses präzise Arbeiten mit kleinsten Formaten. Zuschauer, die sich interessiert haben für uns und zugeguckt haben, was mich natürlich stolz macht, dass man so viele Zuschauer dann doch im Endeffekt hat. Es ist ein unglaubliches Gefühl, da zu stehen und die Hauptperson zu sein. Man fährt ja zu so einem Wettbewerb immer mit dem Gedanken, Mann, wir brauchen eine Medaille. Ja, ich bin jetzt hierhin gekommen, ja, um Deutschland würdig zu vertreten und am liebsten eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Wir sehen ja permanent außergewöhnliche Leistungen von jedem, der hier ist. Egal, ob er Neunter oder Erster oder Dritter wird. Und das erfüllt uns mit Stolz natürlich, dass wir aus der dualen Ausbildung heraus im deutschsprachigen Raum solche leistungsbereite junge Leute hier ausbilden. Wenn ich an meine Gesellenzeit zurückdenke, dann sind es 54 Jahre, wo ich mit der Jugend übe und trainiere. Und die Erfahrung versuche ich an die Jugend weiterzugeben. Bisher eigentlich ganz guten Erfolg. Steine, die wir hier gemauert haben, das sind nicht die bekannten Steine, die wir zu Hause auch benutzen. Und die sind in sich ein bisschen schräger und da habe ich, denke ich, so eine halbe Stunde verloren. Aber da habe ich dann durch ein Estrich und Schneiden dann wohl wieder rausgeholt. Also ich bin noch im Plan. Hat ja den ersten Platz beim Fliesenleger geholt und David Reingen hat den zweiten Platz beim Stuckateuren gewonnen und ich bin Sechster geworden bei den Maurern und wir haben dieses Jahr viel trainiert, es war eine mega schöne Zeit. Tja, ich hoffe, dass die Menschen, die da waren, dass sie ja, Spaß hatten, dass sie auch Interesse jetzt eventuell die Schüler an dem Beruf haben, bringt ihnen weiter, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Ja, wir sind alle Gewinner. Auch wenn es nicht für jeden für eine Medaille gereicht hat, trotzdem. Also es haben alle alles gegeben und wir fahren als Team zurück und wir sind Freunde geworden, würde ich sagen.